Guten Morgen. Ich muss warten, bis meine Zahngeschichte getrocknet ist und kann nicht Tee trinken und nicht rauchen. Und dann sollte ich auch nicht Computer spielen. Und deswegen dachte ich, machen wir jetzt mal mehr oder weniger schnell. So richtig schnell kann ich ja nicht, ne? Eine Foundation. Ersten Eindruck. Gedöns. Und zwar stand die bei DM rum und ich hatte so das Bedürfnis, wie das halt so ist, mich für diese ganze konsequente Zahngeschichte zu belohnen, sozusagen. Und das ist von Hypoallergenic, also von Bell Hypoallergenic, und jetzt kommt's, der Name ist Tippitoppi, Nude and Moist, also nackt und feucht Make-up. Haben die da den Namensgenerator angeworfen und das ist dabei rausgekommen, oder? Ich habe ja nun wirklich nicht grundsätzlich schmuddelige Gedanken, ne? Aber wie kann man denn etwas Nude and Moist nennen? Kinder, also wenn ihr Hilfe bei der Namensgebung braucht, ne? Hier, Bell, kostet nichts. Ich mach das. Nehmen 10er die Stunde und dann. Nein, mach ich nicht. Es gibt Leute, die haben das studiert und kriegen viel mehr und das sollen sie auch. Auf jeden Fall habe ich hier die 01. Das sieht man hier. Da, das ist die 01 und ansonsten steht da gar nichts drauf. Da war Plastik drumherum. Und ja, und da steht Hempseed Extract, Betain, Blue Light Protection. Lichtschutzfaktor, stand da jetzt auch nicht wirklich was. Naja, ich habe auf jeden Fall den Tester benutzt und hatte das Gefühl, dass die 01 passen könnte. Kommt mit einem Pumpspender. Das hier ist Plastik. Das ganze Ding ist relativ leicht, auch wenn das so aussieht. Aber naja, auf jeden Fall. Ja, weiß ich nicht. Hoffentlich wird niemand demonetarisiert, wenn er das. Vielleicht hat das deswegen auch noch keiner in die Kamera gehalten. Naja, ich pumpe jetzt. Muss ich das noch öffnen? Nö. Jetzt kommt was. Das ist relativ fest. Ich finde, es sieht viel heller aus als in der Flasche. Und wir. Oh, das ist dunkler, als ich dachte. Dang it. Ja. Das war dumm. Why? Im Laden sah das gut aus. Da habe ich auch die 01 geswatcht. Shit. Ich hätte so gedacht, cool, ein Make-up passt mir. Ich hätte gleich misstrauischer sein sollen. Im Moment ist es halt echt so, dass mir in der Drogerie praktisch fast gar nichts passt. Sei denn, ich würde im Internet bestellen. Dunkel das nach. Ja. Naja, gekauft ist gekauft. Wir probieren das jetzt aus und ansonsten. Ja, weiß ich nicht, wenn ich das ausprobiert habe, kann ich das dann noch zurückgeben? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich meine, was sollen die mit. Das ist aus der Verpackung raus und. Oh, das Geräusch kenne ich. Das kenne ich auch. Hat geklappt. So, dann. Ich habe die Balkontür offen. Na gut, jetzt habe ich alles abgewischt. Warum ich das gemacht habe, weiß ich nicht. Ich gebe mir ein bisschen was auf meinen Schwamm. Ich habe nur Sonnencreme drauf. Und dann probieren wir das doch mal. Bin auch ein Knaller. Ach so, es scheint immer die gleiche Menge rauszukommen. Ich konnte das jetzt nicht groß kontrollieren irgendwie. Ja. Wie gesagt, es ist sehr cremig. Riecht so ein bisschen. Ganz bisschen süßlich, aber nicht anorganisch Süßigkeiten süßlich, sondern halt einfach nur nicht herb. Bisschen kräuterig, also ganz mild auf jeden Fall. Ein bisschen wie Duschgel, so, ne? Naja. Ja, ist zu dunkel. Das sieht immer im ersten Moment aus, als würde das gehen, aber. Mir gefiel das Finish halt auch ganz gut. Deswegen dachte ich, könnte ich das mal machen. So, das war jetzt ein Pumpstoß. Lässt sich gut verteilen, finde ich, mit einem feuchten Schwamm. Allerdings, ich glaube, nur mit den Fingern müsste ich ein bisschen mehr arbeiten.
Ich weiß nicht, ob diese Hintergrundgeräusche jetzt sehr störend sind, aber sieht ein bisschen an, als würde ich auf dem LKW-Hof arbeiten, ne? Leben. Ich arbeite hier nicht. Ja, und der Krabbel ist so mittel bis leicht. Ich meine, vielleicht nehme ich, nehme auch exorbitant wenig Foundation, ne? Aber man sieht hier schon. Ja, obwohl. Ja, es ist zu dunkel. Also ich sehe es. Jetzt ist natürlich die Frage, mache ich mir da jetzt Arbeit mit oder sortiere ich das gleich wieder aus? Das ist natürlich immer so ein bisschen das Ding. Rums. Tschüss. Aber das Finish ist toll. Das Finish ist nicht super leuchtend, es ist aber sehr, sehr nah an einem normalen Hautfinish, würde ich sagen. Also vom Finish her sehe ich jetzt keinen großen Unterschied zu vorher, was ich sehr gut finde tatsächlich. Auf der Nase sitzt die mega. Da sitzt sie richtig gut. Also nichts mit komisch marmoriert oder irgendwo reingesetzt oder sonst irgendwas. Das ist. Oh, und die ist. Die Haut fühlt sich an wie ganz leicht eingecremt. Aber nicht klebrig, überhaupt nicht. Okay. Scheiße, dass ich die Farbe zu dunkel finde. Das ist ein richtig. Also, jetzt so auf den ersten Eindruck, das ist ein richtig nettes Zeug. Was ich jetzt mache, ist. Also, ich weiß nicht, ihr seht ja, ne? Also, ich habe da nicht viel. Ich fürchte, da kommt immer die gleiche Menge raus. Ich werde jetzt noch mal so ein bisschen über meine roten Stellen gehen. Dann gucken wir mal, wie man das, oder ob sich das von selber wieder abträgt oder wie auch immer. Ja, aufbauen kann man das auch. Also ihr seht, ne, ich habe hier einen roten Punkt, der bleibt. Man sieht meine Sommersprossen auch noch. Aber es nimmt auf jeden Fall die Rötung aus der Haut. Und also von dem Finish bin ich extrem begeistert. Also es lässt sich auf jeden Fall, finde ich, zu so einer mittleren Deckkraft aufbauen. Und dann sind mir eigentlich auch schon Grenzen gesetzt, weil sie, wie gesagt, zu dunkel ist. Und es kommt immer die gleiche Menge raus. Das finde ich schwierig. Ich meine, so kriegt man sie leer, ne? Aber das. Naja. Gut. Ich nehme jetzt einfach mal so ein bisschen was mit dem Finger. Und ich bin ja so ein elender Nicht-Concealer-Benutzer. Genau, Divi. Kratz mal ordentlich. Ja. Wir haben ja so Kratzplatten ans Sofa gemacht und die benutzt sie auch. Es geht tatsächlich nicht unbedingt darum, das Sofa kaputt zu machen, sondern Hallöchen, ne? Na, Schnuckelchen? Alles klar? Hm? Oh, hast du noch einen Brecki gefunden? Yeah, das ist ein guter Tag. Also ich finde nicht, dass sich das groß irgendwo reinsetzt. Oder ich jetzt irgendwo so helle Produktstreifen habe, wo es sich, ne? Und das setzt sich auch hin. Und sieht trotzdem nicht ruhig aus. Nice. Wahrscheinlich kennt das ganze Internet diese Foundation schon, nur ich nicht. Nee. Nichts. Dann nehme ich jetzt mal, wenn wir hier schon dabei sind, ein Puder. Ich glaube, ich nehme mein Revaldeloup, weil das auch hell ist. Ich muss jetzt nicht noch irgendwie zusätzliche Farbe darüber ballern. Das ist ja schon farbig genug hier alles.
also ich sag mal so, im Tageslicht kann ich sehen, dass sie mir so eine halbe Nuance zu dunkel ist, was bei mir schon viel ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich sehe so ein, das ist der Ton, ich sehe das. Ich glaube nicht, dass man das in der Kamera sieht, aber ich kann es sehen. Aber ansonsten sieht die wunderschön aus. Ich meine, wenn sie sich jetzt über den Tag total verabschiedet, dann ja, dann war's das, ne? So, aber irgendwie glaube ich das nicht. So, ich nehme jetzt das Puder. Das Puder hat so ein Leuchti-Finish. Mit so hellen Schimmerpartikeln. Das könnte hier natürlich jetzt ein bisschen hilfreich sein. Ja, also vom Finish her muss ich die nicht abpudern. Die sitzt. Die sitzt einfach. Nö. Passiert auch nichts Wildes mit dem Puder. Im Gegenteil, das sieht noch besser aus. Was bist du denn für ein kleiner Rockstar, hä? Die ist nicht günstig. Deswegen sage ich ja, ich habe mich belohnt. Also die kostet, glaube ich, 11 oder 12 Euro. Also zwischen 11 und 12. Ich habe irgendwas mit 11 gesehen, auf jeden Fall. Und ja, das ist nicht billig, ne? Also für 30 Milliliter. Aber ich komme jetzt wirklich so nah, wie ich nur kann. Damit ihr meine Nasenhaare zählen könnt. Aber also ich finde es ziemlich beeindruckend. Sag mal, warum seid ihr da draußen jetzt so laut? Entschuldigung, mal ganz kurz. Hätte ich ja vielleicht auch schon mal vorher machen können, ne? Naja. It's so pretty. Wirklich. Ja, wir machen jetzt noch ein bisschen, wir können ja noch ein bisschen Rouge drauf machen und so weiter, ne? Hier jetzt rumliegen. Ja, habe ich. Und zwar, wir nehmen jetzt einfach mal, schön herbstig, das Golden Ember Rouge, die 200 von L'Oréal Le Blush. Was ja auch total bescheuert ist, ne? Blush ist ein englisches Wort und Le, naja. So, ich gehe da ganz vorsichtig, weil der kräftig farbig ist. Mit einem BH Cosmetics Nummer 3. Gehe ich da rein? Boah. Alter! Warum ist denn das so süßlich? Also, jetzt nicht super schlimm, aber es kam mir gerade so ein bisschen entgegen irgendwie. Ja, heute ist ein Rouge-Tag, so sieht's aus, ne? Team mehr so, yay. Aber sieht schön aus. Also diese Lip Blush, also diese, die sind anwenderfreundlich, finde ich. Die haben auch, die sind durch die Bank weg, haben diese alltagstaugliche Farben, ne? Und das ist jetzt einer der dunkelsten Töne und ich bin eine der hellsten Personen, die ich selber kenne und das funktioniert. Ja, das sieht gut aus. Ja, dann ballern wir da noch ein Fixing Spray drüber, weil ich immer Fixing Spray benutze. Also wir machen jetzt einfach alles so, wie ich das sonst auch machen würde. Ich habe jetzt keinen Primer benutzt, weil ich das Gefühl hatte, ich brauche das nicht. Und weil bei mir eine Foundation, wenn sie da bleiben will, einfach auch so auf der Misha Sonnencreme funktionieren muss, sonst behalte ich die nicht. Ne? Das hat ja keinen Zweck, die habe ich ja immer im Gesicht. Ich könnte hier fast noch ein bisschen... Tippitoppi. So, dann nehmen wir jetzt noch ein bisschen Fixing Spray. Ich habe ja mein eines leer gemacht, das Malaika Reis, und ich habe jetzt beschlossen, ich leere jetzt erstmal das. Da ist schon Essence Fixing Spray drin, das ist schon gar nicht mehr das Love, aber naja, gut. Ich überlege die ganze Zeit, wo ich mein
mein anderes Love Fixing Spray hingestellt habe. Ich finde das gerade. Naja. So. Ordentliche Ladung, ne? Ich nehme ja immer etwas viel des Guten. Ja, das sieht fast genauso aus wie vorm Fixing Spray. Das will was heißen. Ich habe hier in letzter Zeit so ein bisschen Probleme, dass sich hier so ein Milchbart bildet, ne? Also dass sich das hier ausgerechnet so komisch absetzt. Das tut's gar nicht. Null in die Augenfältchen oder sonst irgendwo hingekrochen. Also mit so einer Performance habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet. Wow. Okay. Ja, also bis auf die Tatsache, dass ich finde, dass es heller sein könnte, ist das ein Volltreffer, so vom ersten Eindruck her. Wir gucken jetzt mal, was es den Tag über macht. Nicht, dass das, keine Ahnung, grün wird oder so. Grün steht mir. Ne? Aber ja, wir lassen das jetzt mal so. Und dann gucken wir mal. Ich habe übrigens, wo ist sie denn jetzt? Habe ich die schon weggeworfen? War ich schon so krass? Ich habe ja die Catrice Lash Changer Mascara, ne? Ich habe hier vorne ein bisschen was am Auge gekriegt. Und seitdem habe ich die weggeschmissen. Also ich habe versucht, sie jetzt aufzubrauchen, so als Alltags, ist egal, Hauptsache Wimpernschwarz-Mascara, benutze ich nicht mehr, habe die weggeworfen. Auf gar keinen Fall. Die hat ja so schon Stress gemacht, das war ja so eine Kneipenschlägerei-Mascara, aber nee, die ist weg. Die habe ich entsorgt. Ich habe jetzt aus dem Vorrat die hier rausgekramt. Und ja, die ist auch hübsch. Ja, wie gesagt, ich werde dann in den nächsten Videos berichten, ob da irgendwas Wildes passiert ist. Aber bis jetzt, also der erste Eindruck ist 1A. Also 1A mit Sternchen tatsächlich. Da passiert nichts von dem, was ich nicht will. Außer, dass sie zu dunkel ist. Nice. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.